Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben. Eigentlich heißt es ja sonst Heidi Ho, aber ich habe mich mal für was anderes entschieden. Bevor ich jetzt da draußen. Wir zocken heute Sons of the Forest weiter, wie am Dienstag, weil der Schachschaulin leider heute wieder keine Zeit hat. Und deswegen können wir Baldur's Gate 3 nicht weiterspielen. Aber das ist ja nicht so schlimm, würde ich sagen. Dafür zocken wir mit den Jusen und dem David ein bisschen Sons of the Forest. Ne? Jetzt wollen wir uns gleich erstmal das Golfkart holen und dann mal so ein bisschen weiterschauen, was sich noch so geändert hat. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, wir haben das letzte Mal Ende März gezockt gehabt. Und schauen jetzt mal so ein bisschen rein. Und ja, wenn irgendwas mit Bild und Ton nicht hinhaut, sagt dann bitte gerne Bescheid. Und ja, sonst wünsche ich uns allen viel Spaß. Und dann schalte ich die Boys wieder ein. Wie gesagt, auch falls ich die Kamera verschieben sollte, weil ich halt natürlich vor den Lebensbalken und allem Möglichen bin, könnt ihr auch gerne sagen, mache ich halt. Aber so finde ich die Sicht im Moment am besten. Aber ich lasse mich da gerne auf Feedback ein. Gut. Schalten die Boys mal wieder zu. Wenn wir gerade aussehen. Hier bist da du sind bald. Wir, meine Lieben. Halli, hallo, Hallöchen. Popöchen. Schön, dass ihr da seid. Und nicht woanders. Wir sind gerade hier und entscheiden, was wir hier so noch machen werden. Ja. David fängt schon mal mit der Mauer an, aber Golfkart ist ja auch immer noch im Gespräch. Ja, Golfkart holen wir auf jeden Fall. Sonst wäre ich ja noch dafür, dass wir vielleicht... trifft mich auch ein bisschen unvorbereitet. Sorry, Leute. Aber, dass wir uns vielleicht das Gewehr holen gehen? Neue Waffe ist doch mal gut, oder? Ja, ich bin Nahkämpfer, also ich habe einen Katana, mir geht's gut. Ja, wir können ja auch mal gucken, ob es vielleicht noch eine neue Nahkampfwaffe gibt, Jusen. Ich habe hab gerade eben bei der Anmod schon gesagt, dass wir das letzte Mal Ende März gezockt haben. Ist nicht ganz wahr. Haben wir nicht erst vor ein paar Tagen gezockt? Na, ja klar, na, das Mal davor. Ja klar, das habe ich ja auch dazu gesagt. Aber dass wir sonst mehrere Monate nicht gespielt haben. Wir haben ja auch beim letzten Mal, was haben wir beim letzten Mal alle gefunden? Das Nachtsichtgerät haben wir gefunden beim letzten Mal. Diese komischen Roller hier. Einrad-Roller. Ja, ich weiß auch nicht, wie man die nennt. Ich glaube, dafür sind wir schon zu alt, dass wir ja nicht wissen, wie man die Teile nennt. Jo. Willst du mir helfen mit der Mauer? Irgendwas hat man doch noch nicht. Soll ich dir Steine bringen oder was? Wenn er einfach hinlaufen und dann die Reihe weiter. Hat man nicht auch noch ein Fernglas gefunden? Nee, das hatten wir vorher schon, ne? Naja, letztes Mal hatten wir das Nachtsichtgerät. Ach doch, hier natürlich die Golfkart-Batterien und die Solarzellen, die habe ich jetzt bloß immer auf Tash, die habe ich schon abgelegt. Ah, so, okay, so funktioniert das. Die Kart-Batterien könnte man noch ablegen. Ich muss also immer stapeln auf die Scheiße rauf. Oder was? Nee, Quatsch. Stapeln oder den Weg nach vorne durchmachen. David, war das nicht so, dass... Dann mach du nach vorne, oder? Konnten. Ja, nee. Und jetzt ablegen ist W, F? Ja, wenn wir nach vorne gucken, dass da ein weißer Pfeil ist. Okay. Und dann links klickt. Gut, dann ziehen wir erstmal lang, oder was? Die Solarzellen mussten wir auf dem Dach packen, ne? Ja, und die Batterien können wir auch nicht ablegen, Leute. Also dafür müsstest du halt was an Strom anschließen und so, dass die Batterien sich laden und so, aber ja, wir haben ja noch nichts, was Strom verbraucht. Außer die Golfkarte, nee. Denke ich. Nee, so lag ich, glaube ich, nur für Glühbirnen. Ah, okay. Ich hätte gedacht, damit lädt man die Batterien auf. Nee, ich glaube nicht. Also es gibt auf jeden Fall auch in der Anleitung nichts, wo weißt du, so ein Aufladegerät. Kann sein, dass wir das auch finden müssen, irgendein Generator oder sowas, wie den Kochtopf jetzt halt. Ja. Oh, man kann es ja googeln, aber... Kann man Kelvin nicht sagen, dass er die Mauer weiterbauen soll? Nee, der soll Steine holen. Aber wie weit willst du die Mauer denn bauen, Dicker? Mit Stein? Wie weit? Achso. Ich wollte jetzt... Hier bist du den Stein so und dann hoch. Oder wolltest genau, du hier jetzt? Hat überlegt, hinter den Stein dann hinten zu den großen dahin zu gehen. So in die Richtung, so wo ich jetzt langlaufe, ja? Ja, genau. Okay, krass. Ja, aber ist ja schon mal gut, dass du die Grundsteine legst, wenn Jusen ja Bock hat, vielleicht in dem Spiel noch ein bisschen zu bauen. Die Mauer muss nicht weg, die Mauer muss wachsen.
Ist da ein Gegner? Man muss da mal überlegen, oder? Du wirst ja auf der anderen Seite des Wassers bestimmt nochmal eine Mauer bauen. Ja, warte, ich will mal kurz gucken, ob die Gegner übers Wasser kommen. Weil hier unten hat man ja auch offen gelassen und da sind halt nie Gegner durchgekommen. Ich von hinten, du von vorne, Josen? Achso, der kommt von da, ja gut. Erst wenn er seine komische Scheiße spritzt, ist er kaputt. Ja. Jetzt. Gut, Leute, lasst ich. Lass den mal rein. Willst du, David? Oder? Ah, lass, ich bin schon voll. Ich könnte deinen aber gut gebrauchen. Los, schnell, schnell, Pfeiler. Ja. Hätte ich schon mitbekommen, Digi. Okay. Aber wenn David das macht, dann ploppt noch einer raus und den hätte ich mir nehmen können. So. Deswegen wäre es generell gut, wenn wir es alle zusammen machen, solange wir alle nicht voll sind. Das wird schon, ja. Mal gucken, wie viel habe ich denn? Hey, unser Mäuschen ist wieder da. Jetzt brauchen wir nicht weitermachen, Jusen, die hat Waffen. Ich habe nur drei, Hautdinger, okay. Mhm. Wer denn? Die drei Hand, drei Arm Frau, ja. Oh. Oh, wir haben was geht ab, Leute Pups? Kommst gerade vom Stargate, oder? Oder, der macht man doch noch fast. Sie hat einen roten Lederanzug an mit Stöckelschuhen und schwarzer Trommel. Und zum blauen Licht. Sie tanzt zu der Musik. Ja. Cool. Wir haben Cowgirl. Wir können nicht tanzen. Wir können bloß das machen. Sehr geil. Bringt Calvin auch an zu tanzen? Ja, weiß nicht. Wir müssen, glaube ich, mal eine Brücke bauen. Der läuft da hinten immer ganz krückig über das Wasser rüber. Brücke bauen, okay. Ich guck mal, wie das ist. Da ist die Frage, ob er die Brücke benutzt. So wie ich Calvin kenne, nein. Alter, er holt da hinten einen Stein, rennt nach hier vorne, sammelt noch einen Stein auf und rennt wieder nach da hinten. Wo muss man denn gucken für so eine Plattform, David? Weißt du das aus dem Stegreif? Nach dem Baumenü und dann auf der... Da wird es eine Fertigplattform, also das musst du halt einfach nur diese Dinger hinstellen. Ach ja, stimmt. Die Baumstämme einfach hinlegen. Also, ich glaube, du musst sie auf, also halbieren. Aber erstmal musst du die Dinger, glaube ich, erstmal am Boden setzen. Ja. So ein Fundament. Ist vollkommen recht, ich habe voll vergessen, wie hier das Craften und Bauen geht. So viel wir in der Zwischenzeit schon gespielt haben. In anderen Spielen. Du kannst Stein, obwohl das dauert ewig. Stein. Versuchst du gerade Calvin zu erzielen oder was? Ich kann es aufs Wasser legen, Digi, aber ins Wasser reinstecken? Nee, du musst erst die Säulen machen. Oh, man kann mittlerweile ein Geländer machen. Na, die Säulen, logisch, ins Wasser reinstecken, aber wie soll das denn gehen? Ja, na, du musst auf den Boden gucken. Ja, aber im Wasser geht und das dann nicht. Und dann musst du einmal Rechtsklick machen, damit der Kreis geht. So, und dann machst du halt Block. Ah, doch, wir sollten vielleicht kleine nehmen. Jo. Hey, da ist ein Eichhörnchen. Ach ja. Wie kann man denn Sachen nochmal schmeißen? Ich kann wieder alles. Ah, geh. Geh. Alter. Buchstabe G ist das Werfen. Man hört das. Hört er mich jetzt immer noch? Nee. Ja. Also nicht ich höre deine Stimme. Ja, nee, ich hatte so das Walkie-Talkie in der Hand. Dann hast du doch ingame. So. That's right. Alter, aber G war die Lösung, oder? Hm. David, magst du mal kurz zu deiner Mauer kommen? Wie viel weiter geradeaus soll sie, oder soll sie jetzt noch mal nach links abdriften? Zu meiner Mauer. Was hast du verstanden? Alter, danke, Peiler. Bin ich schon fast am Sterben. Naja, aber dann beweg dich doch mal. Du sollst zu Jusen gehen, schiebst da bloß meine Stämme nach links und rechts. Nee, ich wollte die in der Mitte durchhacken. Ich wollte kleine Stämme draus machen, damit ich die Brücke anfangen kann. Aber bei mir ist die ganze Zeit rot und ich weiß nicht warum. Ja, rot ist gut. Rot ist gut? Ja, rot zeigt dir an, wo du cutten kannst. Ah, okay, ja, gut. So, jetzt, komm mal kurz her zu mir, bitte. Weil wir können auch bald pennen gehen.
Mein Charakter ist tot. Ja, aber trotzdem sind wir todmüde. Und im Dunkeln ist Born auch nicht so vorteilhaft. Ich hab mal gerade einen Energy getrunken, du bist halt eine Person. Okay, ich hab auch Energy, aber ich dachte, das behalten wir lieber für eine Höhle oder sowas. David, ich hab mir schon Sachen gespaltet. Ich dachte, du wolltest die Brücke bauen. Ja. Hier ist noch weiter. Noch ein paar Mal geradeaus und dann nach links, oder? Das ist echt scheiße dunkel. Ah, scheiße, man kann nicht so 45 Grad machen. Nee, man kann nur rechte Winkel machen. Alter. Ist mal noch einer vorne und dann nach links, oder was? Was denn so einen dicken genommen? Noch einer. Okay. David? Noch weiter nach vorne, war? Ne, warte mal, jetzt muss ich eigentlich einen vollen nehmen, ne? Ja, cool, hält ja richtig lange das Ding. Kannst du denn nicht an die, unsere Mauer andocken? Ich würde lieber bei unserer Mauer weiterbauen. Mach nicht zwei verschiedene Mauern in verschiedenen Ebenen und Tönen und normalerweise was weiß ich was. Kann man doch hier ran. Jetzt muss ich das abschätzen, oder was? Okay, ich stehe nicht mehr da, wo ich stand, aber das ist ja nicht schlimm. Alter, ist das dunkel. Baust du da schon weiter, David? Ich bin demnächst sogar fertig. Oh cool. Dann warte mal Leute, kann ich mir irgendwie, hab die Taschenlampe noch nie benutzt, die Taschenlampe nehmen? Ja. So. Alter, grad geleckt. Ja David, sieht schon mal gut aus. Müssen wir denn am Land auch noch was bauen? Damit wir da rüber bauen können, nicht dass hier diese Lücken sind? Ich weiß nicht. Ich wäre erstmal dafür, dass wir pennen gehen. Jetzt, weil wir da sind. Oh, David, machen wir fertig, wa? Also nicht pennen gehen. Na doch, nimm dir noch zwei mit und dann gehen wir los. Ich will auch schlafen. Auf einmal ist Schnee da. Jetzt haben wir Winter, jetzt ist doof. Gut, dass ich schon in jetzt gehen wir nicht mehr schlafen. Okay. Doch, wir gehen noch. Jetzt noch mehr. Ja, du meinst jetzt erst recht? Jetzt erst recht. Wie wollen wir was machen? Warte mal. Ach komm. Oder? Was geht ab? Geht ab was? Ja, die Kerzen halten wenigstens ein bisschen warm, aber die Fackeln hier. Ich brenne. Oh Leute, hier liegt noch Holz. Pfeiler kommen noch. Am Tag ist es, glaube ich, auch wärmer. Dip, 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 dip. Ja, ein Batteriemann haben wir zum Glück noch nicht. Wenn wir eine Batterie finden, also kann ich will schlafen. So, mal vielleicht die Taschenlampe aus der Hand nehmen. Okay. Einfach L drücken. Hätte man sich auch denken können. Unterstrich kacken unterstrich gestorben hat für 28 Monate abonniert. L steht für Licht. Beim Kacken unterstrich. Ich finde es so gut, wenn die das vorliest. Oh, sehr schön. Und es werde Licht, ne, David? Beim Kacken unterstrich. Das sieht doch da hinten ganz gut aus. Wir müssen auch ganz, obwohl, ja. Bin ich jetzt. Funktionieren eigentlich unsere Fischfallen? Ja, klar. Jemand, okay, also jemand. Lernen die doch immer, Jusen und ich.
Ja, ich wundere mich halt immer nur, weil ich immer gucke und mal habe ich nur einen Fisch drin und ich denke, hä, warum? Aber dann. Ja, naja, vielleicht funktionieren nicht alle super, aber in zwei nee, von drei sind eigentlich immer. Nee, also voll. ich habe da noch nie einen Fisch rausgeholt. Ah, okay. Dann war ich das wohl noch mal. Weil ich habe die auch zum Räuchern, zum Trocknen aufgehangen. Da haben wir ein ganzes Ja, Brain-Rack da hängen ja so viele. Das genau. Ding war ich mir. Die können wir uns dann immer gut mitnehmen, weißt du? Da rennt irgendwas auf uns zu und es hängt am Baum. Ja, es haut mich schon. Den neben mir hast du gar nicht auf dem Plan gehabt, ne? Und was machst du? Mäuschen, da war. Da hockt er! Ja, genau. Einfach nur zu ihr locken. Die klärt jetzt schon. Alter, warum leckt das denn zwischendurch? Ei. Cool. Wenn die auf mich schießt, nimmt man keinen Schaden. Alter, ich bin mal kurz wieder zurück zur Brücke gelaufen. Ich kann es noch irgendwas umhauen. Warum leckt das denn jetzt so, Alter? Vorher war doch alles schicki im Waikiki. Bild steht für Licht. Ja, David, da hast du recht. Oh, jetzt merkst du es vielleicht. Die Brücke muss noch erweitert werden, David. Ja. Ich sammle schon mal kurz. Ich hab schon wieder L gedrückt, oder was? Die ganze Zeit die Taschenlampe in der Hand. Richtig gut. Kelvin sammelt immer noch fleißig Steine, oder was? Ich hoffe. Das haben wir alle. Kelvin gibt dann den Statusbericht. Er macht sein Ding. Da oben rennt schon wieder ein Gegner rum. Sag nicht, das geht hier nicht ran. Oh nee. Leise rieselt der Schnee. Alter, wie lange braucht das denn jetzt heutzutage, um einen Baum zu fällen? Oh nein. Ach, das kannst du doch keinem erzählen. Ich kann hier keinen Baumstamm hinsetzen, Pfeiler. Musste vielleicht mit dem. Oh, wir werden angegriffen hinten. Also vorne, hinten, vorne, keine Ahnung. Was ist denn hinten und vorne? Rechts. Ja, hier ist ein. Wenn du es hinkriegst, dann bitte sehr. Da sind ein paar, also ihr könnt mir gerne helfen. Da ist ein Glibberfinger. Okay, wir machen natürlich gar nichts. Der hockt sich schon was an. Alter. Die sehen wir gegenwärtig. Bitch, hinter dir! Die schießen einfach ruhig. Er hat den Rücken einfach gar nicht geschützt. Immer einmal! Nehmen wir die mal auseinander, oder was? Let it go! Sophie. 3, 2, 1, los. Let it rip.
Sie danzt schon wieder ab. Der. Hier ist auch noch einer. Genau, und da in der Ecke auch noch, aber passt auf, nimmt den hier vorne. Die liegen dicht beieinander. So, haben wir den in der Ecke hier noch? Ich bin in der Wand. Nicht nur du. Du bist nicht allein. Hier ist noch einer. Der geht noch. Alle Drive zusammen. Guti, dann back to work oder was? No. Ich kleide mich aber erstmal ein, damit ich wieder welche sammeln kann. Achso, ich mache erstmal Winterjacke an. Die ich ja nicht habe. Ich hab's ja schon an. Ansonsten zieh den Kapuzenpulli an. Oh, der ist auch halbwegs gut. So, für Jusen nochmal die Winterjacke holen. Hier. Weil die Idiot die nicht an mitgenommen. Da hab ich den Kapuzenpulli an, ich weiß es nicht. Hast du die ganze Zeit die Winterjacke an? Süßer eigentlich. Nein, ich friere. Also jetzt gerade nicht, aber wo es Nacht war, habe ich gefroren. Habt ihr auch gefroren? Wo Nacht war, klar. Habt ihr auch okay, dann ist es okay. Okay, die läuft schon mal über unsere Brücke. Hier. Aber ich kann hier vorne nichts ranlegen. Vielleicht mach das an den Stein. Ich kann nur was draufstellen. Warum geht. Wie macht man das denn ran, David? Man muss hier vorne in die Ecke gucken und dann ist da quasi. Vielleicht deswegen. Aber wenn, selbst wenn ein kleiner Kieselstein oder irgendein Kack dazwischen ist, macht das jetzt schon. Ja. Vielleicht müssen wir einfach nur einen kurzen setzen. Aber hier drüben geht's. Ja, deswegen, es wundert mich, dass es genau hier an der Kante nicht geht. Weil hier auch Schnee ist. Ich verstehe es nicht. Ich mach schon mal die Seite fertig, David. Vielleicht hast du ja bis dahin die Lösung gefunden. Vielleicht muss man da in den Boden noch ganz flache irgendwie reinmachen oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. So, weißt du, die ganz kurzen Baumstumpfteile. Das aber nicht miteinander verbinden, oder? Ich weiß es doch auch nicht. Das ist doch Müll, warum funktioniert. Hier geht's auch nicht, du kannst nicht von. Ist hier, mein Pfeil ist hier rot an der Stelle. Und ja, meiner ja auch. Auch. Ja. Die Richtung geht ja. Hast du noch so einen kurzen? Ja, ist ein kurzer. Den du da in der Hand hast. Was für denn? Was ein Bogen. Ich hab den Baumstamm in der Hand. Den kurzen. Oh oh. Jetzt sind wir tot. Ich bin nur. Mäuschen macht das schon. Aua, nicht auf mich. Alles gut, den da. Genau. Nice. So wird der gemacht. Bäumchen. Hast du gut gemacht. Ich sehe es nicht. Es ist so scheiße hell auf dem Boden. Wie soll ich den hier irgendwo hinstecken? Scheiße.
kriegt man den wieder weg? Man kann anscheinend nicht an oder in diesen Stein bauen hier. Wie kriegt man den wieder weg? C. Ja, sonst versucht den doch abzuhauen, den Stein, wenn es geht. Mit einer Spitzhacke, falls wir eine haben. Warte doch mal kurz. Warte. Irgendwo einen halben, da. Und Jusen, wie macht sich der Schlitten? Ja, dauert erstmal ewig, bis ich es raufgeladen habe. Warum kann man hier nichts rüberlegen? Aber ja. Ich weiß es nicht, Paul. Geht schon besser. Ist doch scheiße. Ja, da geht's. Super. Ja. Nun geht's da nicht weiter. Guck mal, David, nicht perfekt, aber schau mal. Sit. Wie hast du denn das gemacht? Ich war hier an der Kante und die war immer rot. Bin hier so rumgehüpft und dann war so ein weißer Strich zwischen den roten Kreis. Und da habe ich ihn reingedrückt und auf einmal ist das Ding zu drei Viertel im Boden verschwunden. Und dann konnte ich den anderen von hier hinten aus darüber legen. Aber von darüber nach da wäre nicht gegangen. Ist halt ein bisschen schief, aber mein Gott. Wunderschön. Aber ja, hast du super gemacht. Gleich wieder da? Den hier nicht mal aus dem Boden, aus dem Wasser gezogen. Jetzt will er hier diagonal legen. Das ist ja scheiße. Warum? Was passiert denn das? Ist wieder ein Küchenschrank. Wir haben ein Problem. Das Problem wäre? Musst du mal vor dir gucken. Warte, ich muss erstmal. Ich finde, das hat den Schrank wieder aufgeräumt. Sollte das restliche Holz auf jeden Fall ausreichen. Naja. Man kann ja nur gleiches Holz auf gleichem Holz packen. Ist klar.
So. Gleiches zu gleichem. Mhm. Was habe ich hier? Funktioniert das mit den Brettern darüber? Nee, nicht. Guck doch hin. Kommt jetzt bloß so schräg. Also ich kann versuchen, ob ich das wieder rausnehmen kann. Du musst ja einen halben Stamm auch nehmen. Du hast einen ganzen genommen. Ah, ja, stimmt. Geht das dann? Nö, ne? Dann müsste ich hier auf der Seite auch noch so einen halben reindrücken. Damit es gleich ist. Dann geht's bestimmt. So, dass es generell ein bisschen hoch geht, ja. Oh, genau. Aber kannst du das hier mal abbauen hier? Vielleicht auch die ganze Ecke hier noch? Ich glaube, das könnte stören. Den kann ich hier nicht abbauen. Der geht nicht. Sagt dann nee. Hä? Denkst du, das könnte gehen? Nee, da muss er einrasten. Der hier muss weg. Aber ich krieg den auch nicht. Wegen dem hier vielleicht. Ja, weg. Da. Ja, geht. Das glaube ich jetzt so, oder? Ist zu hoch? Nee. Nö. Passt. Nice! Hä? Ah. Was sagen wir? Jetzt noch das super. Und nee. Ich wollte es nicht falsch packen. Kann ich die wieder hochnehmen? Exzellent. Dreh sie. Alter, und jetzt kann man hier nicht hochlaufen. Er dreht sie nicht, David. Hier dreht sie nicht. Rechtsklick. So, ja, weil das eine Erhöhung, weil das eine Erhöhung hier ist, leider. Und das zählt, glaube ich, als Treppe. Ja, oder? Hat er jetzt mit dem anderen Scheit gemacht? Der ist jetzt drunter geglitscht, oder? Okay. Warum hast du die jetzt nicht auch so lang gemacht? Weil die hier andersrum sind. Deswegen wollte ich alle schrägen Flächen von links nach rechts und alle geraden Flächen von oben nach unten. Ja, das ist meine Logik. Ich verstehe dich, aber... Es ist eiskalt dagegen. Klar. Naja, klar. Ich habe diese Brücke. Ich habe dieses Fundament der Brücke erschaffen. Nein. So. Und dann hoffen, dass Kevin hier auch rüberläuft. Das ist wieder ein Anschlag, kann ich sagen. So, das ist jetzt die Frage, ob die jetzt fertig ist oder. Oh, oder? Ein Brett hat jetzt noch gefehlt. Rüber. Also bei ihr funktioniert's, dann sollte es bei Kelvin eigentlich auch funktionieren. Ja, würde ich sagen. Aber wir haben ja noch ein paar Baumscheiben übrig. Also stelle ich da mal einen drin. Können wir noch einen oben drauf machen und später mal eine Lampe ranbauen. Pack mal den anderen daneben, David. So.
Gucken, kann ich da auch ein flaches Brett auflegen? Das geht auch. The Gate! Bräuchte man eigentlich noch eine Tür und zusätzlich dahin. Oh. Naja, aber die Tür bringt ja auch nicht viel, die können ja hier links, rechts dran vorbei. Da hätten wir da vorne auch nochmal bauen müssen. So. Naja, da könnte ja. Also bis jetzt sind die nicht so oft übers Wasser gekommen, weil wie gesagt, wir haben ja da vorne bei unserer Basis auch offen und da kommen die halt nicht durch. Bau doch mal eine Tür rein. Ich weiß nicht mehr, wie eine Tür geht. Ich muss erst ins Buch gucken. Da muss man die auch aus dem Stegreif bauen. Nee, dann baut man zu, ne? Warte. Also Geländer gibt's auf jeden Fall jetzt auch. Achso, ja, du musst ein Türschloss machen und dann da glaube ich Bretter reinhauen. Also, dass du das Ding erst dicht machst, obwohl du kannst auch kleine Dinger gleich einmal anfangen benutzen. Achso, nee, voll machen und dann eine Tür raushauen. Und dann eine halbe Baumstämme darin. Aber hast du hier vorne. Hey, ist mein Baum. Ich kann mir hier helfen. Also ich kann das nicht alleine, oder? Ja, wo kam ich jetzt noch? Wenn du zu dicht in meiner, in meinem Schwenkradius stehst, dann tut mir das nicht leid. Ich wieder schuld. Mach doch schon mal weiter. Vielleicht. Aber Kevin sucht noch Steine, ja? Oder? Ja, ja. Hat der Urlaub? Eigentlich schon. Ja. Ich glaube, er sucht auf der anderen Seite. Ich bin auf der anderen Seite. Die hier schon nachgespawnt sind. Hast du den seitlichen wieder weggenommen? Ich wollte sogar auf der anderen Seite. Ah, ne, der ist noch. Auf der anderen Seite mal gucken. So, scheiße. War ja falsch. Wegmachen oder? Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6 muss ich weghauen. Dann muss ich alle weghauen? Hä? Verstehe ich auch nicht. Oh, ich hab jetzt. Sie gibt den Däumchen, Digi. Okay, ich hab's nicht gut getroffen. Oh, auch schon wieder schrieben. Ach, meine Lieben. Oh, Kacke. Ich hab die Tür, glaube ich, falsch rumgebaut. Na,
dann auf ein neues. Mehr mache ich auch die ganze Zeit eigentlich nicht. Das ist wieder zu gut, ne? Macht er wieder. Das ist doch scheiße. Du musst erstmal von dem Steg wegbauen. So. Und jetzt kannst du da einen drunter setzen. Glaube ich. Aber ich wollte genau wie auf der anderen Seite drüben halt auch seitlich runter. Und das funktioniert nicht, wenn der schräg ist. Kannst du den hier nochmal wegnehmen? Was sagt die Mauer? Die ist am Wachsen und Gedeihen. Aber ich brauche erstmal Stein, die hole ich jetzt erstmal kurz von der anderen Seite. Das wohnt mich jetzt. Willst du mich verarschen? Jetzt hängt die Tür fest oder was? Anders geht's nicht. Ja! Es klappt. Nice. Warum ist da jetzt alles weg? So. Die nicht so, das muss ich abmachen, weil ich. Ah, okay, wegen der Tür. Wegen der Tür. Und hier müssen wir gucken, die hier vorne sind auch doof. Weil wenn die Tür aufgeht, dann backt das manchmal dran fest. Oh ne, hier steckt noch ein. Warte, hier steckt noch ein Stück Holz drin. Vielleicht lag's da rein. Ja, sieht doch gut aus. Da ist er, da ist er. Sonst können wir das restliche Holz auch hier noch verbauen. Ja, oder ihr macht das halt auf die Feuerschalter. Man kann ja auch eine Hürde bauen. Ja, auf die Feuer, auf die Fackel. Auf die Feuer, du weißt schon, Lagerfeuer. Und ansonsten, Jusen sagt doch Kelvin, er soll dir folgen und soll das Lager bei dir drüben machen. Dann kann man gleich mal gucken, was er gemacht wird. Ich danke dir. Das geht nicht. Weißt du noch, wie Kelvin ist? Ja, der ist da, wo du ihn abgestellt hast vorhin. Nee, der macht schon wieder Pause, der. Schnauer. Macht schon wieder Pause. Warum geht's nicht? Naja, da brauchst du nicht auf deinen Kopf hauen. Naja, deine Ohren bluten. Wir machen die schon die ganze Zeit. Das ist langsam keine Ausrede mehr. Komm, Kollege. Jetzt beweg dich. Kelvin ist irgendwie. Er war mal motivierter, bin ich ehrlich. Ich glaube, irgendwas ist passiert bei ihm. Aber er will auch nicht drüber reden, so. Wenn man ihnen helfen will, versteht er eigentlich. Haut nur auf seine Ohren. Großerweise. Der ist durch der Kälte, das will ich mal. Ich würde den da auch so cool drunter bauen. Wo geht es nicht? Mit dem restlichen Holz machen sollen, wie sie wollen. Tür zu. Abgeschlossen die Tür. Sie mag das hier unter unserer kleinen Brücke im Schnee und im Wasser. Na gut, dann würde ich eigentlich mal sagen, dass wir dann auch nochmal schlafen gehen, uns ausrüsten und dann mal den Golfkart holen gehen. Oder was?